selbst raus, dass er ein Mann ist und dass er der Teufel ist. Guck mal, eine Sache will ich erstmal vorweglegen. Ich bin nicht so allwissend. Also so, vielleicht du hast mehr Wissen als ich, was die Hadiths Nein, und aber sowas du bist angeht. allwissend. Er ist dann allwissend. Also was heißt allwissend? Also ich bin nicht so wissend wie du jetzt. Ob das Okay. echt ist oder nicht, ich kann da nicht mitsprechen. Ich bin kein Schirch oder Gelehrter. Aber was ich grundsätzlich so sagen kann, ist, ich meine, ich finde es schade, so, dass wir immer so auf die negativen Sachen immer so gucken. Immer so den Glauben irgendwie so, so wie soll ich sagen, mit so einem falschen Auge betrachten. Weißt du, wie ich meine? Ich meine, der Glaube ist doch da, dass wir einen Halt haben, dass wir eine Hoffnung haben. Dass wir diesen Glauben haben, wenn es uns schlecht geht. Dass wir in den schlechten Tagen uns Kraft schöpfen und aufstehen und immer weitermachen. Verstehst du, wie ich meine? Ich meine, du sagst jetzt, ja, bei uns, ihr seid Ungläubige, ihr seid Käfir. Okay, aber wenn ich dich jetzt frage, kommt ein Jude für dich in die Hölle? Was sagst du dann zu mir? Ja, wenn ihr nicht an den Namen des Herrn Jesus Christus glaubt, ja. Er kommt auch in die Hölle. Aber guck mal, Natürlich. ich will einfach nur damit sagen, so eigentlich so verschieden sind wir nicht. Wir sind Weil, ultra verschieden. Ultra verschieden. wie bitte? Wir sind sehr, 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 sehr verschieden. Das meinst du jetzt? Ich weiß nicht, Ja, wie nicht du das meine ich, das sagt die Bibel. das ist eine Es gibt Grund. keinen anderen Weg. Es gibt keinen anderen Weg in den Himmel als nur durch Jesus Christus. Er sagt es doch Okay, selber in dann. Johannes 14, 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Aber das sagt auch der Islam in einer anderen Hinsicht her. Wenn du nicht an den, also wenn du an den Propheten sallallahu alaihi wasallam glaubst und dass du bezeugst, dass es nur einen Gott gibt, also das ist genau das Gleiche. Also ich Ja, meine, siehst auch bei du? den Juden, bei dem Nee, nee, Juden. nee. Der Allah sagt, wenn jemand eine andere Religion begehrt als den Ja? Islam, das wird niemals von Allah akzeptiert. Und das Deswegen. Gleiche ist auch, aber das Gleiche ist doch bei euch auch so. Für euch kommt auch ein Jude, ist auch ein Käfir. Ja, Oder haben ein wir doch Jude ist gerade ein durch. Da haben wir doch Käfir. gerade darüber gesprochen. Das ist doch richtig. Genau, aber ich meine, das ist doch, wir sind doch gar nicht so, so verschieden, so merkst du? Doch, wir sind sehr verschieden. Mohammed war niemals ein Prophet und er hat den Islam gegründet, um an so vielen Frauen ranzukommen und an sehr viel Geld ranzukommen. Darum hat er den Islam gegründet. Also laut meinem Wissen ist es so, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam halt die Frauen geheiratet hat, weil es Feindschaften gab. Und Weil es Feindschaften gab. genau, weil es Feindschaften gab. Jetzt ins Detail genau weiß ich jetzt nicht. Ah, Ich weil weiß es nur grob. Feindschaften gab, musste er 13 Frauen heiraten und jede an einer Nacht eine Runde drehen, um mit allen zu schlafen und sich einmal zu waschen, weil es Feindschaft gab. Genau deswegen. Ja, natürlich. Nein, guck mal, Feindschaft. ich finde es halt so schade, so, dass man es so negativ betrachtet halt. Also, ich meine, so, guck mal, Moses, hörst du mich? Hallo? 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 Hörst du mich? Hallo? Hörst du mich? Jetzt höre ich dich. Hörst du mich? Ich höre dich, ja. Warum hast du mich Moses genannt? Was sagt Moses? Nein, nein, ich wollte was anderes sagen. Also, ich wollte sagen einfach so, ich meine, es bringt doch nicht. Also, hallo? Hallo, die ganze Hallo, ey. Mann, hallo, ey. Was ist das? Hallo. Was war das denn, ey? Ah, mir hörst du mich jetzt wieder? Mein Internet hängt oder deins, ich weiß nicht genau. Ich glaube aber deins. Was ist das da bei dir? Ja, Hallo. tut mir leid. Ich wollte halt nur fragen, ob du mich hörst oder nicht. Naja, gut, ist ja auch egal. Was ich halt einfach damit sagen wollte, ist, also wie gesagt, so, ich bin nicht so gelehrt, damit ich mit dir auf so ein Niveau reden kann, aber ich möchte einfach nur sagen, so, glaubst du mit dem Verstand oder mit dem Herz?
Also ich glaube mit dem Herzen und ganz ehrlich so, der Islam hat mir mein Leben, also ist mein persönliches Zeugnis jetzt. So, ich muss sagen, hat mir bisher mein Herzen sehr viel Kraft gegeben, von Herz her. Ich rede nicht Was nur für eine Kraft Verstand. hat es dir denn gegeben? Was für eine Kraft hat es dir denn gegeben? Es hat mir in meinen schwierigen Zeiten sehr viel Hoffnung gegeben, um weiter aufzustehen und das Leben weiter fortzuführen. Ja, durch eine Religion. Genau. Und was genau, was hat dich denn so fasziniert im Islam? Es hat mich einfach fasziniert, so die Prinzipien, die unsere Glaube hat, zum Beispiel, dass wir jedes Jahr zum Beispiel einen Fastenmonat haben, dass uns jedes Jahr immer wieder daran erinnert wird, Ja, aber dass das haben doch alles. auch andere Religionen. Ja, aber ich möchte halt von meinen Religionen jetzt reden. Von meinem Glauben will ich jetzt drüber Ja, reden. aber wir können uns doch nicht so auf Emotionen verlassen. Manchmal können uns auch unsere Emotionen ja trügerisch und uns quasi in die Irre führen. Verstehst du? Wir müssen ja die Schriften aufschlagen, um zu prüfen, ob das, was da drin steht, der Wahrheit entspricht. Verstehst du? Also, Wir können uns ja nicht von Emotionen leiten lassen. ganz ehrlich, Da so kann für ich dir mich. auch 10 Millionen Christen bringen, die ihr Zeugnis erzählen und die genauso wundervolle Gefühle haben, wie du jetzt auch hattest. Was, macht das da zur Wahrheit oder was? Nein. Also ganz ehrlich, ich glaube mit dem Herzen und mein Verstand lenkt mich. Und für mich macht der Islam am meisten Sinn, das ist mein Verstand und mein Herz Was spürt macht das. denn im Und Islam Sinn, dass du dein eigenes Leben lassen musst, damit du Vergebung deiner Schuld hast? Das macht Sinn? Oder dass Allah Frauen auf mit jeden schwellendem Fall, Fuß auf jeden dahinstellt, das Fall, macht Sinn? ich meine auf jeden Fall, ich meine, du gehst ja, wenn du nicht arbeiten tust, dann verdienst du ja auch kein Geld. So, ich meine, Ja, das was macht hat das schon eine mit dem anderen zu tun? das eine, jetzt Wir sage ich reden nur hier das eine. über Gott und seine Versprechen und Genau, sein Buch, genau. was er da rein, was er uns mitgibt. Genau, guck mal, ganz Also kurz eine du hast keinen Aussage, die erheblichen sagt doch. Zweifel daran, dass Gott, also dass Allah eventuell Quatsch da drin erzählt? Also, wie gesagt, ich bin nicht so gelehrt, dass ich jetzt mit so auf ein Niveau über Hadith, über das reden kann. Aber was ich sagen kann, ist, ich respektiere auf jeden Fall jeden Menschen, der einen Glauben hat, egal auf welcher Hinsicht her. Ja, du respektierst jeden Menschen, aber Allah respektiert nicht jeden Aber Menschen. ganz kurz, aber ich weiß, wenn er nicht diesen Glauben annimmt, dass er in die Irre geleitet wird. Mit diesem Gedanken. Aber ich respektiere Von wem wird er denn in die aufgrund. Irre geleitet? Von wem wird er denn in die Irre geleitet? Also ich weiß, guck mal, wie gesagt, ich bin überzeugt davon, dass unser Glaube der Von wahre. wem wird er denn in die Irre geleitet, nach deiner Meinung nach? Von dem Antichristen, wie ihr das so sagt, oder? Von dem Antichristen, Dankeschön. Genau. Dein Gott sagt im Koran, dass er die Menschen in die Irre führen will. Dankeschön. Dein Gott ist der Antichrist. Okay. Du kannst dir das ja aufschreiben. Sure 13, Vers 27, Sure 16, Vers 93, Sure 35, Vers 8 und unzählige Verse dazu. Du hast Okay. gerade deinen eigenen Gott als Antichristen bezeichnet. Nee, niemals. Doch, das Astagfirullah. hast du Nee, sehr gut gemacht. das Das würde hast ich du niemals sehr, machen. sehr gut gemacht. Das Du würde ich niemals hast machen, Amir. die Wahrheit gesprochen. Du hast die Wahrheit gesprochen. Ich glaube an die Wahrheit, ja, genau, Du hast aber die Wahrheit gerade gesprochen, dass dein Gott, Allah, der Antichrist ist. Weißt du auch wieso? Weil die Heilige Schrift in 1. Johannes 2, Vers 22 sagt, derjenige ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Und weißt du, welche Religion den Vater und den Sohn vehement ablehnt? Das ist der Islam. okay, Amir, ganz kurz. Dann sag ich mal so, warum redest du immer über den Islam? Warum hältst du nicht gegen einen Juden auf? Ich weiß warum, weil du in Deutschland bist und da bist in die Verfassung, damit kriegst du ein bisschen Probleme, so, weißt du, so, ich weiß, um Wir was können es auch hier ganz geht, normal über Amir. Juden reden. Wir können die Tora kritisieren. Wir guck können mal, den guck mal, Talmud guck mal, kritisieren. Wir können alles kritisieren. Denkst du, irgendjemand kommt auf den Gedanken, Guck um mal, uns irgendwie ganz kurz, zu Amir, ich spreche anzugehen jetzt oder mal. was? Nur die Also, Muslime machen das. okay, guck mal, was ich denke. Also ich denke nur so, ob es stimmt oder nicht, lass mal dahingestellt. Ich denke, du machst diese Sachen, diese Propaganda, alles extra, weil du mit dem Verfassungsschutz zusammenarbeitest, damit ihr halt Rechtsradikale hier filtern könnt. Aber ist ja auch nicht schlimm, ich finde das sogar irgendwo gut so. Dr. Sheikh Abu Amir muss wieder schnell zu seinem Staatsschutz und Mossad. Ich bin ein jüdischer Mossad-Agent. Und ich mache nur Hetzologie im Islam. Sonst überall nirgendwo. Ich bin
zwar Ex-Muslim, bin ausgetreten aus dem Islam, aber ich bin ein Mossad-Agent und arbeite insgeheim für den Verfassungsschutz und Staatsschutz. Oder hast du nicht gesehen? Ne? Aber Amir, ganz ehrlich, guck mal, dein Verhalten ist schon ein bisschen respektlos. Also, ich weiß nicht, wer dir Respekt beigebracht hat. Ich weiß nicht, wer dir Soll ich Respekt dich jetzt so beigebracht hat. angucken? Soll ich dich jetzt so angucken oder soll ich darüber lachen? Soll ich dich jetzt so Oh. angucken? Guck mal, wenn du mich respektieren würdest, dann würdest du auf eine respektable Art und Weise und nicht ganz sagen, Ja, aber das ist doch lächerlich, was du da gerade sagst, Mann. guck Das ist mal, doch du bist doch krankhaft. Das ist erwachsen. doch Wahnsinn. Guck mal, wir sind doch erwachsene Leute. Ich meine, du hast doch Ja, auch wenn wir Respekt. erwachsene Leute sind, warum erzählst du dann so kindischen Quatsch? Warum soll ich einen kindischen Quatsch erzählen? Ich bin Ja, aber davon das ist überzeugt. doch Kindergarten, Ich was du da bin. Guck erzählst. mal, Ich ich. arbeite für den Staatsschutz. Guck mal, du lässt mich noch nicht mal ausreden. Das ist auch eine Art von Respektlosigkeit. Hat dir das mal jemand beigebracht? Man hat mir beigebracht, nicht Blödsinn zu erzählen. Das hat mir jemand beigebracht, ja. Hat dir auch jemand mal beigebracht, dass du auch Kritik annehmen musst und nicht immer alles so negativ? Ja, Kritik schön und gut, aber wenn du eine Behauptung aufstellst, dann denken die Leute, ja, der Arme Ich arbeitet habe für Staat. Du gesagt, bist im ich habe Pfanne oder gesagt, guck was? mal, ich habe davor gesagt, ich vermute, dass es so ist. Ja, Ich habe allein schon zu nicht. vermuten, es ist doch schon Wahnsinn. Ich Was für vermute. was du vermutest. Ja, ich guck mal, aber warum machst du diese ganzen Sachen dann? Warum Habe ich doch hetzt du gerade so? gesagt, ich bin aus dem Islam ausgetreten, Guck habe sehr mal, viele Sachen aus dem Koran herausgefunden, die nicht der Wahrheit entsprechen, und das Ganze teile ich mit den Leuten. Guck mal, ich habe selber meine aramäische Freundin gehabt und die hat mich eingeladen zur Kirche. Wir sind auch dorthin gegangen und ich schwöre dir, die ganzen Pastoren, die war auf eine sehr, sehr respektvolle und sehr freundliche Art und Weise, wie die debattiert haben. Nicht mit Hetzerei, ah, der Islam, der ist so, Allah ist so, was du machst, ist falsch, Ja, wie du es präsentierst. die können dir ja Nee. gerne so eine Schlaftablette verpassen, dass du so mit diesem kuscheligen Zeugs Guck dann in mal, die Ewigkeit verloren gehst. das ist Aber wieder bei ein mir hebst Angriff du gegen die gründlich schwach und sagst Persönlichkeit. dir, Guck mal, mein Lieber, du du hast greifst nur deine dieses eine Persönlichkeit Leben. an. Wenn du dein Leben nicht dem Herrn Jesus Christus übergibst, wirst du für alle Ewigkeiten verloren gehen. Haben wir das auch so gesagt? Alhamdulillah, ich habe meinen Glauben, ich glaube auch mit dem Herz und Verstand und mein Herz gibt mir das Gefühl, dass ich in der Wahrheit bin. Da kannst du sagen auch, was du willst. Ich bin fies, also zutiefst davon überzeugt, aber ich respektiere jeden Menschen. Jeden, aber nicht auf deine Art und Weise, so wie du es machst, Ami. Ganz ehrlich so, das wie du Trotzdem hast du machst, mich zu lieben nein, und zu respektieren, oder nein, nicht? nein, guck mal, Auch wenn dir meine Art und Weise nicht guck gefällt, mal, oder? würde ich nur sowas behaupten, okay, du hast recht, aber ich behaupte, dass ich bin nicht der Einzige mit dieser Meinung. Du musst auch mal Ja Sachen und? mal Von mir annehmen. aus kann die ganze Welt gegen mich sein. Wenn die Welt gegen mich ist, so habe ich aber Gott, der für mich ist. Genau, So und so einfach ist geht's das. mir auch. Genau, so geht's mir auch. Ich meine, egal wer mich nicht versteht, Allah versteht mich immer. Es ist mir egal, was du sagst in einer Allah versteht Hinsicht. mich nicht mal selber. Wie will denn Allah dich verstehen? Guck mal, das ist wieder so. Guck mal, wenn du es, ich bin davon überzeugt, Amir, wenn du es auf eine guten, wenn wir so die guten Sachen darüber reden, über den Glauben, ich glaube, du würdest Auch viel dann weiter würdest damit du es nicht kommen. akzeptieren. Glaub mir, du bist so ein Mensch. Du Nein, bist so ein guck Mensch. mal, Ich weiß ganz genau, wie du ich bist. würde Du dich willst auf einfach nur jeden eine Fall. Schlaftablette verpasst bekommen und einfach in deinem komischen Leben weiterleben. Anstatt dir Gedanken zu machen, ob das Wort, was du da liest von Woher Allah, die Wahrheit weißt ist du, oder dass ich ein nicht. Du lässt komisches dich einfach Leben durch habe, Emotionen treiben. woher weißt du, Aber dass ich ein komisches Leben habe, so geht nur kein weil ich Mensch vor, der die Muslim Wahrheit bin? will. Verstehst du? Guck mal, du kriegst wieder die Persönlichkeit an. Guck mal, und das sind so Sachen, so mit dir kann man einfach irgendwie auf eine Art und Weise nicht respektvoll reden. Es tut mir Boah, leid, mit so, dir das kann ist man nur eine ganz Kritik. normal reden. Das ist nur Aber eine wenn du, Kritik. wenn ich merke, dass du Du, dich von Emotionen leiten lässt, dann bringt das auch nichts, eigentlich mit dir weiterzureden, weil du nicht nach der Nee. Wahrheit interessiert bist. Nee, Verstehst also du? ich lasse mich nicht von Emotionen leiten, so gerade im Gegenteil. Also so wie du ganze Zeit redest, Ja, ganze siehst Zeit du, so respektlos. dann müssen wir Ich ja jetzt weiß hier nicht. einen Cut machen und das Gespräch beenden, oder? Ja, weil du auch siehst, so das führt zu nichts, so, weil auf deine Art und Weise so Ja, du bist doch das hier bei bringt mir. nichts. Warum redest du denn noch weiter mit mir? Ja, nein, ich wollte einfach nur das loswerden, so dass wir Okay, einfach. danke schön. Danke, danke. Ich hoffe natürlich, wir alle beten für dich, dass du die Augen aufmachst und dich nicht von Emotionen leiten lässt, sondern wissenschaftlich vorgehst, das Buch, den Koran, mal Amir, aufschlägst und inshallah, mal ich nachliest, wünsche was mir da aufs überhaupt Essen bezeichnet wirklich. ist, und den wahren Jesus Christus kennenlernst und nicht diesen Fake-Isa aus dem Koran, Ich wünsche mir wirklich trotz der dessen nur das Beste Lügen für dich. verbreitet über die Wirklich? Bibel. Ganz einfach. Guck Danke für das mal. Gespräch, mein Lieber. Gott segne dich. Da kommt ein Buch aus dem 6. Jahrhundert und behauptet, die letzte Botschaft Gottes zu sein, an die haben wir zu glauben. Wenn wir uns weigern, werden wir hingerichtet. Ist das zu fassen? Und dann kommt der und sagt, oh, der Islam hat mir ein wunderschönes Gefühl gegeben.
Ja, der Islam hat auch seit 1400 Jahren den Christen auch ein schönes Gefühl gegeben. Ein Gefühl der Unterdrückung, ein Gefühl des Terrors, des Leids. Das hat der Islam seit 1400 Jahren hingekriegt. Dieses Gefühl den Christen und Juden und alle Andersgläubigen zu geben. Wovon redest du da eigentlich, Mann? Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Gott segne dich und deine Familie. Ja, danke schön, dich auch. Ich finde es ganz toll, was du hier machst. Ich weiß nicht, welche Nationalität du hast. Also ich bin Iranerin. Ich komme aus dem Iran und ich habe also 8 bis 18 Jahre alt in Iran gelebt und den Rest lebe ich hier. Und ich kann beide so vergleichen. Und die richtige Islam, sage ich euch, das gewalttätig ist, die akzeptiert gar keine andere Religion, respektiert niemanden, ist gegen Frauen. Frauen sind immer unter Druck in Islam. Immer. Und immer. Islam vor 1400 Jahren in unser Land gekommen mit Gewalt. Die haben uns umgebracht, Köpfe abgeschnitten, dass Iraner, also die alte Perser, die Islam soll Muslim werden. Und immer noch 43 Jahre unterdrücken sie uns und die ganze Welt macht die Augen zu. Und ich weiß, viele Muslime haben konserviert hier diese als Kind, die Islam von ihren Eltern bekommen. Ja, Islam ist gut, Islam ist das, Islam ist das. Ja, genau, Schlaftablette. Ja, aber Islam-Tablet, aber richtige Islam, da musst du einen Tag, zwei Tage in solche Länder oder eine Woche Urlaub genau, machen. In unserem Land, in Iran, die müssen nach Iran gehen oder Saudi-Arabien oder Afghanistan, da gucken die mal, was Islam ist. Genau, die leben hier in Frieden, Freiheit und dürfen ihre Meinung sagen, können anziehen, was sie wollen und dann reden Islam, Islam, Islam. Dann geh in solche Länder und leb dort, nicht hier. Also ich meine, wenn die Islam so lebt, Islam hier ist ein christliches Land. Weil der Islam ist Beste, solange keine Scharia ist. Dann ist Islam genau. Immer Beste. Hier auf Erde von Christum leben, also christliches Land leben und schreien Islam, Islam, Islam. Also was hat für einen Sinn? Ihr denkt, ihr könnt واقعا دی فکر میکنن میتونم کریستا رو مسلم کنن das ist genau anderes das heißt nicht dass ihr so viel seid hier ihr habt doch was hier zu sagen also hier ist ein christliches Land und ihr müsst euch hier dran also dann geht zurück geh nach Iran zurück geh nach keine Ahnung Türkei die keine Ahnung Hälfte muslimisch ist aber nicht hier in Deutschland ist christlich frei und wir sind freie Menschen wir können unsere Meinung sagen und die Muslime versuchen immer wieder ihre Meinung in ihre Moschee, also aggressiv. Ja, Islam ist so und Islam, Allah und Allah. Hast du versteckte Kamera damals gehabt und gesehen, dass Mohammed das gesagt hat oder gemacht hat? Die tun so, dass sie dabei waren. Also, und Mohammed war diejenige, ein 9-jähriges Mädchen vergewaltigt und geheiratet hat. Das war eure Mohammed. Das ist euer Islam. Vergewaltigen die Kinder und hat eine 40-jährige alte Frau gehabt und daneben 100 andere Mädchen und Frauen gehabt. Das war die Mohammed. Das ist die Wahrheit. Das ist die wahre Islam. Dreckig, Kindervergewaltiger, töten und so. Und ich hasse Islam. Ich bin auch ein Ex-Muslim. Ich habe noch nicht andere Religionen mehr ausgesucht. Ich denke, Zarathustra, Wali. Hallo, hier ein Kreuz. Wir fallen, weil Jesus redet heute aus der ich habe also, mein Mann ist Deutscher, ist Christ vielleicht so, aber nicht Islam. Das ist das Beste, was du machen kannst, Christin werden. Wiedergeboren. Ja, ich habe noch nicht entschieden. Vielleicht, warum nicht? Warum nicht? Aber Islam, so hier, Kreuz. Siehst du diese Kreuz bei meine Dings hier? Ein rotes Kreuz. Also das geht gar nicht, Islam. Also tut mir leid, ich respektiere, akzeptiere alle Menschen, aber diese Religion ist halt gewalttätig. Und finde toll, dass du das hier machst. Ich wollte nur das sagen. Dass du diese junge Leute bedeutest. Gott, können. Sie, danke für deine Worte. Ja, genau, wach weg. Okay, ich gehe wieder raus. Und merci, Askarit. Okay, alles klar. Chodafes, ich folge dir und so toll. Ich finde das ganz toll.
Alles klar, danke, Nita. Ja, da seht ihr, ne, meine Landsleute, die haben die Schnauze bis hier oben voll vom Islam. Und weil sie ja gesehen haben und am eigenen Leib gespürt haben, was der Islam bedeutet, warnen sie die ganzen Leute hier vor dem Islam, ne? Wir sind ja durch die Islamisierung gegangen, mein Land. Und wissen, was es heißt, unter der Herrschaftsdiktatur der Scharia zu leben, ne? Und dann kommen natürlich solche Sätze dann zustande, ne? Müsst ihr euch mal vorstellen, dass die Araber der damaligen Zeit dann losgezogen sind und das Persische Reich zerschlagen haben. Und ja, dann diese Massenvergewaltigung stattfand. Und ja, dann viele, viele Muslime dadurch geboren wurden. Hallo. Hallo. Gehen die denn alle mal raus, ey? Was ist das? Servus nochmal. Amir, ich habe kurz eine Frage. Du bist ein Ex-Muslim, oder nicht? Ja. Aber deine Eltern sind noch Muslim, oder nicht? Ja, die haben so den muslimischen Kopf immer noch, ja. Okay. Hast du hier was gehört, dass deine Mutter einen Christen oder Bibel beschimpft hat oder Dings gemacht hat? Deine Mutter oder dein Vater hat jemals ein Christin oder ein Bibel oder Jesus beleidigt hat? Hast du mal gesehen? Gehört, aber sei Auf ehrlich. meinem. Sei ehrlich, aber sei ein Was? Mann. Sei ehrlich. Was hast du gefragt, ob meine Eltern jemals den Glauben beleidigt haben? Nein, jeweils ein Christen oder das Bibel oder Jesus beleidigt haben. Hast du schon mal gehört in deinem Leben? Aber sei ehrlich. Also wenn die Muslime sind. Über solche Themen möchte ich mit dir nicht sprechen, auch Ja, nicht über mein siehst du? Aber Privatleben von wenn. meinen Eltern und sowas. Ja, wenn andere Verstehst kommen du? und Ich gebe nur so viel Preis, wie es so halt geht, und die anderen Sachen, da gehe ich nicht ins Detail rein. Verstehst aber du? wenn die Frau jetzt über Islam, also wenn die Frau Islam beleidigt, macht die dann Spaß, ja? Aber bis jetzt kein einziger Moslem hat ein Christum oder Bibel oder ein Jesus beleidigt. Bis jetzt nie. Aber du machst Ach das als nein, Christ. ach nein. Ne, Seit 1400 wer hat das Jahren gemacht? köpft der Islam die Christen und Juden vom Allerfeinsten. Du sagst, dass niemand Mann, man darf überhaupt nicht. Wovon redest du da, Mann? Als Moslem, man darf überhaupt nicht. Es ist eine Sünde, wenn man einen Christ oder ein anderes Buch beleidigt. Man darf das nicht einfach. Verstehst du das? Aber man darf nicht, aber Allah darf dann sagen, wahrlich, schlimmer als das Vieh sind bei Allah die Ungläubigen. Also wir sind schlimmer als die Ja, Tiere du bei bist Allah. Ungläubig. Ja, das hat er erschaffen. Ja, Er kann danke sagen, schön. was er will. Und du Er kann sagst, er sagen, darf was nicht beleidigen? er kann machen, was er will, weil er Gott ist. Verstehst du, was ich meine? Er kann machen, was er will. Ja, ist so, Mann. Man kann nicht. Ja, aber er sagt auch, du darfst auch keine andere Religion beleidigen oder Ja, aber irgendwas wenn machen. Man mein darf Gott schon nicht. andere Religionen beleidigt, dann beleidige ich genauso andere Religionen, nach Aber deiner Auffassung dann. Bruder, aber schau, einziger Muslim, zeig mir einen Ja, einzigen Muslim, dass Bruder, er schau über. mal, ja, Bruder. Ja, Bruder, du musst Gehirn anmachen, Bruder. Zeig mir einen einzigen Muslim, dass er eine Bibel verbrannt hat. Zeig mir mal. Eine Meine Bibel Bibel verbrannt. verbrannt, es reicht doch schon, dass sie jeden Tag den Jesus Christus sprechen. Schau, Jeden Tag. du lügst nur und du lachst nur, Bruder. Du bist So nicht viel wahr. sagt Du der Lüge lügst. nur. Schaut euch das Bruder, bitte schau, an, du die bist nicht wahr. verfehlte Sichtweise eines Moslems. Erstmal Du sagt bist ihr, er nicht war kein wahr, Bruder. Moslem. Zweitens, Du jetzt bist lügt ihr nicht schon wahr. wieder. Guck mal hier. Du bist nicht wahr. Du bist nicht wahr. Glaub mir, du Ja, bist aber nicht wahr. warum lügst du, dass du kein Moslem wärst?
Bruder, na, schau, ich bin kein gutes Moslem. Schau, ich bin kein gutes Ah, jetzt auf einmal bist du kein Moslem. gutes Moslem. Das, Gerade ja, eben ist sagst du, ich so. war auf der Suche. Ich suche die Wahrheit, Mann. Ich suche die Wahrheit. Aber nicht wie du, Mann. Nicht wie, ich kann nicht jeden beleidigen, jeden Warum Religion lügst du die beleidigen. ganze Zeit? Bist du verwirrt oder warum lügst du so? Bruder, ich lüge nicht. Schau, ich schau dich Ja doch, an. am Schau, ich Anfang habe schau ich dich dich an, wie du gefragt, bist du Muslim? reagierst. Hast du gesagt, nein, ich bin Schau. kein Moslem. Jetzt hast du Schau, gesagt, ich ich bin reagier an. kein Schau gutes mich Moslem, kein gutes an. Moslem. Ich schau mir hier ein Moslem redet und schau dich an und du redest als Christ, du beleidigst Islam, Allah, alles und der Moslem beleidigt nicht einmal ein Wort gegen Christum, gegen Bibel, irgendwas. Er tut ja nichts, aber du kannst einfach als Christ, du sagst, ich bin 100% in den Himmel, aber ich darf beleidigen Allahs, Mohammed, alles, Bücher. Du Das bist hat doch nicht wahr, niemand du gesagt. lügst alles. Wir haben nichts mit Religion zu tun. Und wenn diese Religion behauptet, also wenn Allah behauptet, der Gott Warum? der Das steht Bibel zu sogar in sein, der dann müssen wir Bibel. das Das sofort steht sogar in der demontieren. Bibel, das Koran gibt. Das steht sogar in der Bibel, dass Mohammed gibt. Was ist keine, was für ein Lüge, was für lügst du, Mann? Es gibt kein Moslem, es gibt kein Koran, nichts. Was lügst du, Mann? Das steht sogar in der Bibel, dass Mohammed gibt, alles gibt. Du bist ein Dreck, Mann. Hallo, mein Lieber, guten Tag. Hi, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Vielen, vielen Dank. Was für eine Begrüßung. Dankeschön. Erstmal möchte ich auf jeden Fall, ich bin ein Bauer. Ich habe überhaupt keine Ahnung, aber ich finde, ich habe eine ganz kleine Frage an dich. Du bist sehr motiviert. Ich glaube, jeder Glauben, jede Religion träumt von so einem Gläubigen. Ja. Aber gibt es auch Christen, die zum Beispiel weise sind, erfahren sind und viel wissen, aber sich nicht streiten? Also ich finde das schade nur wegen einem Aspekt. Wenn ich dich zum Beispiel streiten sehe oder ich sehe andere Leute mit dir streiten oder wenn sie ausfällig werden. Ich finde das nicht schön, weil eigentlich bist du ein sehr froher Mensch. Und findest du nicht, dass das die Energie runtermacht? Also wenn man so immer im Kampf ist. Ja, wenn es um die Wahrheit geht, dann ist es ja kein Problem. Also nach meiner Definition Ja. ist es gar kein Thema, dann so auch die Stellung zu Wahrheit beziehen. mit allem, was man hat, sozusagen nicht in einem physischen Akt, sondern in einem geistlichen Akt zu verteidigen. Ne? Ja, okay, Du das siehst ja, dass die heißt. Muslime, Ja. dass die Muslime nicht bei dem geistlichen Akt sind, wenn Ja. man zum Beispiel auch ein bisschen lauter spricht oder was. Es geht auch direkt in die Beleidigungsschiene. Zusätzlich drohen sie dir auch noch von morgens bis abends, weil Ja. das ist ein Phänomen nur unter Muslimen. Das ist ja schon mal aufgefallen. Ich komme aus der Kultur. Deswegen ist das für mich ist das einfach nur schade. Warum lachst du? Ja, weil du Ja. ganz genau weißt. Nein. Ja, Coach Frankie, du weißt ganz genau, wie unsere, also meine ehemaligen Ja. Glaubensgeschwister ticken, und du weißt, wie die Ja. Muslime sind. Du weißt genau, wie sie sind. Was ich dir sagen Beleidigen wollte, von ja. morgens bis abends, Mütter, Ja, Väter, alles wird aber, reingepackt. Allah, Wallah, Wissir, oh, ja, also Die es haben gibt, gar kein Schamgefühl mehr. es Alles gibt, weg. ja, ich mach mal als erstes das Plus weg, so. Ich finde, alle Menschen stehen zurzeit unter Druck und ich würde schön finden, wenn die drei großen Religionen zusammenhalten. Also, ich kann das ein bisschen verstehen. Der Islam ist ja sehr jung, darfst du aber nicht vergessen, das weißt du am besten. Der ist sehr jung und ich finde, das hat so ein bisschen was Philosophisches oder was Pädagogisches. Etwas, was jung ist, ist doch immer rebellisch, oder? Ja, aber was machst du denn, wenn auf einmal diese Religion beansprucht, so die einzige Religion Ja. zu sein, die über alle anderen Religionen herrschen möchte und anfängt, Andersgläubige zu unterdrücken? Was machen wir denn dann, Coach Frankie? Okay, du hast, also ich lerne immer wieder von dir, auch von der Gegenpartei. Beide sind extrem,
Aber meinst du, es gab mal eine Zeit, du weißt das, du bist belesen, gab es mal eine Zeit, wo alle drei Religionen in Frieden gelebt haben, obwohl es diese Differenzen gab? Okay, da gibt es bestimmt einige Epochen, wo Ja. ganz normal gelebt hat. Aber da waren auch diejenigen, die sich nicht strikt an Mohammeds Regeln und Allahs Worte gehalten haben. Verstehst du? Da ist das große Ja. Problem. Ah, okay, das heißt, es gab mal eine Zeit, wo sie die 10 Gebote ernsthafter befolgt haben, also die Nee, wichtigen. ich meine nicht die 10 Gebote. Du siehst ja, Ja, der ja. Allah hat ja seine eigenen Gesetze aus Koran und Sunna. Alles, was wir in Koran und Sunna finden, werden die Muslime als Gesetz anwenden. Okay, aber ich Und finde das das kann krass. sehr gefährlich Ja. sein. Das ist also sehr, sehr gefährlich, dass Muslime anhand solcher Texte anfangen, dann Andersgläubige zu unterdrücken, weil sie denken, dass ihr Prophet das wirklich gesagt hat und dass das das Wort Gottes ist. Deswegen versuche ich das so gut wie möglich zu entkräften und Okay, versuche den Muslimen zu sagen: ja. Ey, Muslime, schaut mal, der Islam ist nicht die Wahrheit. Und du siehst, dass der Gott des Islams ultra viele Fehler macht. Ja. Ihr müsst aufhören, Andersgläubige zu ermorden wegen dieser Religion. Das ist ja Wahnsinn. Ja, das gibt es ja im hintersten Afghanistan noch ein bisschen, glaube ich, oder? Ja, aber was machen wir? Die Leute sind ja auch hier mit dieser Ideologie. Genau, gut, dass du mich daran erinnerst. Ich wollte nur was anderes sagen. Das spricht jetzt nicht für dich oder für mich, sondern wir sind ja gezwungen, durch die Gesellschaften, die modernen Gesellschaften, uns anzupassen. Also du als Christ und ich als Muslim, wir müssen uns ja anpassen. Wir können ja keinen mehr ermorden. Wir können ja nicht klauen, wie wir wollen. Und ich finde, du bist ein hochintelligenter Mann. Ich glaube, diese kleinen Beschimpfungen und so, das ist für dich lächerlich, glaube ich. Das prallt an mir vorbei. Ja, außer Kinder sind mit im Raum oder so. Ansonsten sind Erwachsene sowieso ein bisschen komisch. Aber ich finde, wir drei Religionen, das musst du zugeben, wieso ähneln wir uns so stark? Wieso sind die Namen so ähnlich? Und wieso sind die Geschichten alle fast gleich? Aber wir streiten uns so sehr. Das verstehe ich nicht. Also, wir sind ja Der alles. Allah, der Ja. Koran ist ja im Kern eine richtige Streitschrift. Er leugnet ja die gesamte Bibel, dreht sie auf den Kopf und behauptet Dinge, die unfassbar sind. Jesus ist nicht der Sohn Gottes, Jesus wurde nicht gekreuzigt, er ist nicht Gott im Fleisch, es gibt keine Dreieinigkeit. Wenn wir das glauben als Christen, muss uns der Kopf abgehackt werden, wir müssen Schutzgeld bezahlen. Also, was sind das denn für Gemeinsamkeiten? Der Islam ist ins Leben gerufen worden von irgendwem, um Andersgläubige zu unterdrücken. Das mehr ist das gar nicht, Coach Frankie. Sobald du dich mit dem Leben von Mohammed auseinandersetzt, du bekommst Schock. Also, es gibt ja trotzdem diese, denke ich mal, wie viel Milliarden Christen und Muslime, und wir müssen ja irgendwie zusammenleben. Ja, natürlich müssen wir ja irgendwie zusammenleben. Ja, Deswegen habe ja, ich ja. gesagt, man müsste eigentlich diese ganzen Dawa-Teams, die hier in Deutschland und Europa so hier die ganze Zeit Werbung für den Islam machen, sofort Einhalt Ja. gebieten. Weil diese Leute sind ja vertraut mit den ganzen ultra schlimmen Schriften vom Islam. Ja. Man Also muss also ich. hingehen und die Bücher verbieten. Wie die ganzen Tafsir-Bücher, die dazu aufrufen und Erklärungen zu Koranversen haben. Müssen also versuchen, also ja, das ganze Ding ist ja sowieso Ja. dumm gegangen. Die Leute sind ja vertreten mit diesen ganzen Schriften von gewissen Gelehrten. Und Ja. die haben natürlich diese Ideologie in ihrem Kopf drinne. Und das kriegst du schwer raus. Also ich habe großen Respekt, wie viel Power du hast, weil ich könnte nicht so lange streiten oder mich auseinandersetzen. Ja, Ja, dafür musst du prädestiniert sein, ehrlich, ey. es würde mich mitnehmen ein bisschen, auch ins Private, deswegen habe ich da so ein bisschen Respekt davor. Aber gibst du eine Sache zu, dass man wegen Religion und Politik, dass viele, viele Völker sich ausgelöscht haben? Ja, wegen Religion, genau. Wenn wir auf die Worte des Herrn Jesus Christus hören würden, dann hätten wir morgen das Paradies hier auf Erden. Heute noch. Ja, ich finde das Denn so der Herr Jesus Christus, von geil. dem können wir alle lernen. Der hat gesagt in Matthäus 5, Vers 43, liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne seid eures Vaters im Himmel. Ja. Gerecht. Du weißt das besser als ich. Wie oft taucht Jesus im Koran auf oder vor? Egal warum. Also wie oft wird er Ja, irgendein bewundert? Fake Jesus, ja, Isa, der nichts mit Was? dem wahren historischen Jesus aus der Bibel zu tun hat. Und Okay, da haben das wir das große Problem. Du musst mal heftig, heftig, ein Christ heftig. sagt, dass der Herr Jesus der Sohn Gottes ist. Ein Ja. Muslim sagt, dass er nur ein Prophet ist. Ja, was ist er denn jetzt? Ja, das ist Du siehst alles also, dass der Koran ins sehr, Leben sehr. gerufen worden ist, um mit Leuten in die Diskussion zu gehen und zu streiten.
Der wahrhaftige Jesus Christus ist der historisch bezeugte aus der Bibel. Einen anderen Jesus kennen wir gar nicht. Also, was ich vorhin meinte, ist einfach nur, wir drei Religionen sind ja gezwungen, oder mehrere Religionen sogar heutzutage, ich glaube bis zu 15 Stück, wir sind ja gezwungen, miteinander in einer Gesellschaft leben zu können. Guck mal hier, der erste Kommentar. Gott hat doch keinen Sohn, Junge. Guck mal, wie er denkt. Der denkt nicht an geistlich, sondern er denkt an fleischlich. Genau wie Allah das sagt in Sure 6, Vers 101. Wie sollte ich einen Sohn haben, wo ich doch gar keine Gefährtin habe? Guck mal, was der da sagt, der Allah. Okay, ich wollte eigentlich mit dem Anruf nur sagen, haben wir nicht genug Krieg auf der Welt? Also, man hätte dich gerne als Freund, auch unter den Moslems, auch unter den Juden, denke ich mal. Ja, Und die alle lieben mich, die lieben ihren Dr. Sheikh ich denke mal schon, wieso nicht? Also, was ich sagen wollte, ist, wir drei Religionen sind ja gezwungen, zum Beispiel ich in meiner Stadt. Wir haben hier eine Synagoge, wir haben hier eine Kirche und eine Moschee. Mitten in der Innenstadt nebeneinander. Und wir kommen perfekt miteinander klar. Meinst du nicht, dass das System und die Gesellschaft uns zwingt und dazu drängt, dass wir gemeinsam miteinander leben, friedlich? Also wir können ja Ich gar habe ja nicht mehr. gesagt, die Religion muss einfach weg. Das ist das. Der Glaube an den Herrn Jesus Christus hat ja nichts mit Religion zu tun. Das ist eine persönliche Beziehung zwischen dir und Gott. Aber das, was der Allah da auf die Beine gestellt hat mit dem Koran und den Muslimen auch noch die Legitimation zu geben, dass ihr die beste Gemeinschaft seid, die Gott jemals hervorgebracht hat, ihr gebietet das Gute und verbietet das Verwerfliche. Der Muslim kriegt also die Autorität, über andere Menschen zu herrschen und das auch noch mit Gewalt durchzusetzen. Verstehst du? Da haben wir das Problem. Du siehst ja mein Land Iran, du siehst ja Saudi-Arabien, du siehst ja Afghanistan, du siehst diese ganzen Länder, wo die Scharia herrscht, wie die Muslime gnadenlos Leute massakrieren und ermorden. Ja, das, also meinst du nicht, dass die Politik eher uns ausnutzt, uns Gläubige? Das hat nichts mehr mit Politik zu tun, wenn du nach Scharia, Koran und Sunna richtest. Das hat nichts mehr mit Amerika oder sonstiges zu tun. Das sind Allahs Gesetze, die verbindlich sind für jede Zeitepoche. Es gibt also keine sogenannte, ja, damals war das, nein. Die Gesetze Allahs gelten bis zum Tag des jüngsten Gerichts. Okay, dann jetzt nur zum Thema Vatikan. Meinst du, Politik und Religion können miteinander Hand in Hand arbeiten oder findest du, das wird missbraucht? Die Religion, die sehr gutmütig ist und sehr naiv ist. Bitte was? Meinst du zum Beispiel Thema Vatikan, meinst du, die Kirche und das System, Politik können miteinander? Und wenn ja, ist das dann automatisch korrumpierbar? Also korrumpieren die sich und gehört überhaupt Religion Hand in Hand zusammen mit Politik, was ich gefährlich Die finde. haben ja vor, die haben ja vor, eine Weltreligion zu gründen. Und deswegen hat der Vatikan und diese ganzen Leute, die da geistlich miteinander rumhuren, auch vor, ja, das ist so geistliche Hurerei, nennt die Bibel das, ne? Das ist so Boah. Götzen, das ist Götzendienst. Ach und so, davon der müssen wir uns Vatikan? absondern. Der Vatikan auch? Der Vatikan? Natürlich, das ist die katholische Kirche mit das die sag mal schnell Er hätte nie gedacht, dass du das sagst. Niemals. ja, Also doch, das hätte klar. ich. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass die mit das reichste Institut ist, was wir auf dieser Welt kennen. Und Boah. der Herr Jesus Christus sagt ja eindeutig, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Entweder ihr kommt zu einem oder ihr dient dem anderen. Wir können nicht Mammon und Jesus Christus dienen. Und du siehst, dass sie das reichste Institut der Welt sind. Also, was der Papst da Heftig, macht und alles heftig. Mögliche. Also sagst, da kommt keine heilige Kraft mehr an. Die Da. heilige Kraft ist der Heilige Geist in uns, der uns antreibt, die Wahrheit zu sagen, auch wenn wir dadurch leiden. Das ist das. Okay, auf jeden Fall hat mich das sehr, sehr gefreut. Und ich wollte nur sagen, falls du und ich ein Dorf nebeneinander hätten, Bruder, ich hätte dir immer Obst vorbeigebracht und Geschenke. Ich hätte dir mal Baklava mitgebracht. Ich dachte, du sagst Backpfeifen. Ja, Baklava ist auch gut, auf jeden Nein, Fall. Mann. Auf jeden Fall. Backpfeife, ne? Auf jeden Schöne, Fall. leckere Baklava mit Pistazien oben drauf und alles Ja, für Coach Frankie. dann klebt das alles an der Wange, ja. Nee, mein Lieber. Also auf jeden Fall, es würde mich sehr, sehr freuen, wenn du irgendwann mal mit nur guter Laune, sagen wir mal, die Leute Ja, auf ich habe den dir die Weg. beste Laune. Du siehst doch, dass ich immer strahle, immer am Lachen bin, immer Ja, die normal, Leute natürlich, natürlich, freundlich natürlich, begrüße. natürlich. Ich will damit nur sagen, auch wenn man manchmal so kritische Sachen abbekommt, das kenne ich als Trainer, das nervt einen. Also mich stört das, wenn ich irgendwie, man hört das ja raus, wie Leute dich angiften und umgekehrt. Manchmal, man lässt sich dazu verleiten, genau. Böses bringt einen immer zu Bösen. Und wenn man mit bösen Menschen zu tun hat, dann wird man irgendwann selber so.
weil man muss ja mit denen Ja, ich klarkommen. lasse mich dadurch nicht beeinflussen. Also ich überwinde das Böse mit Gutem. Du siehst ja, dass ich sehr oft beleidigt werde. Was mache ich, Coach Frankie? Ich segne. Weißt du warum? Weil der Herr Jesus Christus mir das gesagt hat. Siehst du? Meine Familie wird beleidigt. Wir segnen. Ich werde beleidigt. Wir segnen. Die ganze Zeit erleiden wir Spott und Hohn nur für den Herrn, ne? Ja, allerletzte Sache. Ich glaube, wenn die Politik uns versucht zu betrügen, glaube ich, halten alle drei Religionen zusammen, wenn es hart auf hart kommt. Und ich finde, Geschwister sollten sich streiten, müssen sich streiten. Und wir sind komischerweise leben wir alle unter diesem einen Himmel. Das ist so das Gruselige. Das heißt, wenn ein Streit es dazu bringen würde, dass ich auf einmal plötzlich plopp, plopp, es entstehen drei Planeten, dann würde es was bringen. Aber leider bleiben wir alle unter diesem blöden Himmel. Und wir müssen miteinander klarkommen. Das ist so das. Ja, die Christen kommen ja mit allen klar. Nur das Problem ist mit den Muslimen. Ne? Das ist das Problem. Du siehst ja, Ja. was in Frankreich abgegangen ist. Ich glaube, das waren nicht irgendwelche Blonden und Blauäugigen, die da Frankreich kurz und klein geschlagen haben, oder? Es sind ja trotzdem. Also, die sahen eher aus wie Dunkelhäutige und Araber und was weiß ich Ja, was, ne? so Jungs wie ich und du. Ich will So damit nur Jungs wie sagen. Dr. Serra. Ja, die sehen so aus. Also du könntest in Frankreich, würdest du aussehen wie ein Marokkaner und ich Ist das auch. nicht beschämend? Ist das nicht beschämend, Ja. was der Islam und die Muslime da hinterlassen haben? Was für ein Eindruck? Beschämend. Hat das Also, noch was mit ja. Gerechtigkeit zu tun für diesen Jungen, der ermordet wurde, um Frankreich in Schutt und Ja, Asche zu legen? ja. Was haben denn die anderen damit zu tun, die ihr Geschäft aufgebaut haben, die ihr Auto gerade abbezahlen, die ihre Läden führen wollen? Was haben die denn damit zu tun, dass der Polizist Vollkommen den Jungen richtig. erschossen hat? Vollkommen Wie richtig. kaputt muss man sein? Und das Bild des Islams, wie ruiniert das ist in der Welt? Was meinst du, wie die ganze Welt den Islam so hasst? Also, ich kenne genug muslimische und christliche Eltern, die ihre Kinder schlagen und gläubig sind und sie wissen, das Ja. ist nichts Gutes. Und ich finde, man sollte System und Religion trennen. Denn dann sind alles verlorene Kinder von Eltern. Da sind auch Christen mit drunter, die auf der Straße im Ghetto leben. Ich glaube, das ist eher politisch. Das ist der Druck der Hetzerei der rassistischen Polizisten über die letzten 50 Jahre. Und dann hat es einmal jetzt einen Grund gebraucht, die sind alle durchgedreht. Aber ich glaube auch, Ja, dass okay, unter aber den. man braucht doch nicht in irgendein Lidl reinzulaufen mit irgendwie ganze Mannschaft und Plünder reinzulaufen. Was haben denn die anderen damit zu tun? Das ist Dann sollte man einen Marsch komplett machen, dann richtig. sollte man einen Friedensmarsch machen für diesen kleinen Jungen, die Ja. Straßen lahmlegen und so lange Gerechtigkeit fordern, bis dieser Polizist ins Gefängnis kommt dafür. Das wäre richtig Da, gewesen. das ist der Aber sie haben nur einen richtige. Vorwand gebraucht, um wieder reinzumarschieren, um diese ganzen Läden kaputt zu machen. Das war's, hältst das gar nicht. Richtig, um ihren Frust rauszulassen, genau. So ist das. Was soll das, Ja, Mann? ja. Und das kann auch hier passieren. Das will ich dir damit sagen. Ganz schnell. Und von Ja, wem kommt das Ganze? Nur von den genau. Muslimen kommt sowas. Nur von Nein, denen. aber es kann ja auch sein, dass in Sachsen ein Deutscher ohne Grund getötet wird versehentlich und dann drehen alle durch und alle Christen. Es kann ja auch passieren. Du siehst doch tagtäglich, dass kleine deutsche Kinder geschlagen werden von irgendwelchen Muslimen. Meinst du, die Gesellschaft steht auf und sagt, jetzt müssen wir uns wehren gegen die Muslime? Nein, die nehmen das hin. Ja, Wie oder oft siehst du, dass die ja. gemobbt werden von den Muslimen? In den Schulen fängt das schon an, dass die kleinen Hijabi-Kinder den anderen deutschen Kindern islamisches Recht aufzwingen und sagen, wie siehst du überhaupt aus? Was machst du hier so? Zieh dir mal was an. Ich Sind gebe das dir Frauen? recht, ich gebe dir recht, aber Kinder sind allgemein so. Wo wir Ich muss, gelandet sind, Mann. Wo wir ich, gelandet sind. Bro, ich musste immer Nike-Schuhe tragen, sonst wurde ich ausgelacht. Also Kinder suchen immer Differenzen, immer. Und wenn ich keine Nike-Schuhe hatte und Victory-Schuhe anhatte, die meine Mutter immer gekauft hat, weil die günstiger waren, Ja, wurde das ich ist ja aus. das kleinere Übel, Coach Spenke. Aber das kann doch nicht Ja. sein, dass religiös-ideologisch Ja. kaputte kleine Kinder dann ankommen und dass ihre Ideologie auf andere aufzwingen und sagen, ey, du hast ein Kopftuch anzuziehen. Ansonsten bist du eine Kaffee und wir hauen dir in die Fresse. Jetzt weiß ich, was ich sagen Das ist wollte. das große Ja, Problem, was wir haben. ich wollte nur sagen, vieles hat mit Religion gar nichts zu tun, sondern die Herkunft. Also die Eltern sind islamisch und christlich vielleicht, ja. Aber vieles passiert im Sandkasten oder im Alltag einfach so, weil die Menschen manchmal doofe Sachen machen. Wir Erwachsenen sind wie Kinder, ja. Du hast das, ich bin das, du bist besser, ich bin schlechter. Aber wie ich gesagt habe, ich will dich auch nicht voll labern. Wärst du mein Nachbar, würde ich dir immer was vorbeibringen und ich würde versuchen, dich als Freund zu gewinnen. Ja, Nicht du bist als ein Feind. vernünftiger Mensch, das ist das. Du bist ein Das vernünftiger würde Mensch, ich ja. jetzt nicht, das darfst du nicht zweimal Ich sagen. meine in der Hinsicht, Ja. dass du so Ja, dann vernünftig denkst. Dankeschön. Dankeschön, Ja. Dankeschön. Ja, auf jeden Fall wünsche ich dir einen schönen Tag und halt gute Laune.
Und ja, ich habe, Ich dir auch, mein Lieber. ja, Dankeschön. Bis zum nächsten Mal, mein Lieber. Ja, vielen, vielen Dank für das Okay, Gespräch. Gott segne dich, ja, Gott segne dich Dankeschön. und deine Familie. Ciao. Tschüssi. Ciao, ciao. Jetzt sind ja schon wieder 1000 Leute hier drin, heftig, ey. Gott segne euch und eure Familie. Möget ihr alle den Herrn Jesus Christus annehmen als euren Herrn und Heiland. Und dass ihr gerettet werdet, auf dass ihr durch seinen heiligen Namen ins ewige Leben eingeht. Ne? Ihr habt keine andere Möglichkeit. Dieses Land, dieses Europa wird in Schutt und Asche gelegt. Und die Elite ist dabei, die neue Weltordnung durchzusetzen. Ne? Hört nochmal, lasst mich das nochmal für euch zeigen, damit ihr seht, was die Leute im Hintergrund schon vorhaben. Hört noch mal. Wird das Treffen am Mittag zu Ende gehen, so soll eine neue Weltordnung nach Ende des Ukraine-Krieges avisiert werden. Ebenso soll eine neue Weltordnung nach des Ukraine-Krieg. Avisiert werden. Auf Schloss Elmau wird der G7-Gipfel heute Mittag zu Ende gehen, so soll eine neue Weltordnung nach Ende des Ihr habt keine Chance. Werden. Ihr habt keine Chance. Ihr kommt, soll ihr auch eine könnt neue nicht entkommen. Weltordnung nach Ende des Ukraine-Kriegs avisiert werden. Ja, und in Elmau wird ja heute nur noch das Treffen der G7 zu Ende gehen, so soll eine neue Weltordnung nach Ende des Ukraine-Kriegs Krieges avisiert werden, doch so soll es eine neue Weltordnung nach Ende des Ukraine-Krieges immer geben. Und immer wieder sagen die das Weltordnung euch. Nach Ende des Ukraine-Krieges avisiert werden, denn die G7 wollen ja eigentlich nach Ende des Krieges eine neue Weltordnung anvisieren. Und so soll eine neue Weltordnung nach Ende des Ukraine-Krieges avisiert werden. So soll eine neue Weltordnung nach Ende des Ukraine-Kriegs avisiert werden. Was man sich schon lange vorgenommen hat, also die Weltordnung, die neue Weltordnung nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Neue Weltordnung. Ihr Lieben, ihr kommt nicht davon. Ihr werdet versklavt werden. 100 Millionen %ig. 100 Millionen %ig. Es gibt kein Entkommen. The only way out is up. Und das macht der Herr Jesus Christus in 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 16. Denn er selber kommt in den Luftraum, um seine Heiligen mitzuziehen. Dann kannst du noch so viel La ilaha illallah machen. Dann wirst du sehen, was der Jesus Christus da mit dir macht. Ich fliege zum Elon. Hallo? Hi, gut, segne dich und deine Familie. Jo, dankeschön. Schau mal, ich habe mal eine Frage, okay? Also, das, was du machst, so, okay, das ist dein Ding. Nur die Sache ist, mir ist so aufgefallen bei deinen Streams, du lässt die Leute auch nie ausreden, wenn sie mal etwas sagen. Wieso? Ist es so bei dir? Also gerade wenn du mit Muslimen sprichst. Aber sobald ich merke, dass wohin diese Reise geht, da muss ich dir auch stoppen zwischendurch und zu sagen, hör mal zu, was du da gerade erzählst, entspricht nicht der Realität. Bleib bei den Fakten. Weich ja, nicht aber ab. Guck mal, oder versuche irgendwie das Problem ist, du schmeißt zu sprechen, aber, sondern bleib bei den Fakten. Guck mal, das Problem ist, du schmeißt aber Sachen in den Raum, dann will man darauf antworten und dann gehst du direkt darauf ein und fängst an, das wieder, indem du halt lauter wirst, indem du das zu beseitigen, verstehst du? Ja, das Problem ist, wenn man redet und dann, ich versuche gerade etwas zu sagen, übertönt er mich einfach die ganze Zeit. Natürlich werde ich dann lauter und sage, hör mal zu, entweder du hörst jetzt damit auf oder dann musst du gehen. Okay, man kann auch normal, kann man sich doch unterhalten, oder nicht? Ja, oder? Ja, man kann sich normal unterhalten. Wenn wir unterhalten. Uns denn nicht gerade normal unterhalten, na klar können wir uns gerade normal unterhalten. Ja, klar, wir können uns normal unterhalten, nur das Problem ist halt einfach ab da, wenn du irgendwelche Sachen in den Raum schmeißt, und nicht darauf antworten lässt. Zum Beispiel vorhin hast du auch gesagt, ja, bei uns ist es so, einmal ist er ein Prophet, dann ist er wieder nicht Gott, dann ist er wieder das. Schau mal, die Bibel selber spricht ja davon. Wenn du jetzt zum Beispiel die Bibel aufschlagst, beispielsweise Matthäus 21, Vers 11, da heißt es doch selber, das Volk sagte, da ist der Prophet Jesus aus Nazareth, beispielsweise. Oder Johannes 6, Vers 14, da ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll und so weiter. Also es gibt mehrere Beispiele in der Bibel okay, selber. Aber das Problem ist, Jesus wenn Leute, ist. Mein Lieber, wenn Leute etwas behaupten, aber wenn ihr Jesus Christus aus seinem eigenen Mund sagt, dass er das ewige Ich Bin aus 2. Mose 3,14 ist, das ist ein himmelweiter Unterschied, ne? Ja gut, aber du hast oder ja, würdest du du das hast ja nicht vorhin sagen? Gesagt, ja, ist okay, aber du hast ja vorhin gesagt, wo ja, er ist ja okay, das. Aber da musst du auch bei den Fakten bleiben. Wenn ja, jemand eine Behauptung ja aufstellt, dass er das und das ist, aber wenn er selber von sich selbst aus sagt, was sagt er denn von sich selbst aus? Dass er der ewige Ich Bin ist. Ja, wie gehen wir denn jetzt damit um? Ja, okay, das ist ja okay, aber du hast ja vorhin gesagt, dass ja, okay, woher wir das haben, dass er ein Prophet ist. Aber ich sage dir doch gerade, dass in der ja, Bibel und selber deswegen sage ich dir, dass gesagt Leute wird, dass es behauptet haben.
Ich sage dir, dass Leute es behauptet haben. Du musst aber schauen, was der Herr Jesus Christus selbst über sich sagt. Was sagen die frühesten Quellen über den Herrn Jesus Christus? Das Okay. siehst du, dass der historisch bezeugte Jesus Christus, der ist aus der Bibel. Aber was machen wir Okay, denn dann jetzt? kannst du Du mir kannst dann doch nicht ein. aus einer historischen Perspektive, kannst du doch nicht den Islam ernst nehmen, der nach Ja, nein, 600 alles Jahren gut, gekommen alles ist. gut. Du würdest doch Okay, hingehen und aber. die früh. Guck mal, jetzt reg ich mich schon wieder auf, weil du nicht mich verstehen möchtest. Und Alles gut, genauso sind die bleib Muslime. locker. Ne, ich will es ja Warum verstehen, ist ja alles würde gut, man ich denn will es ja eine verstehen. Schrift, mein Lieber, warum würde man eine Schrift akzeptieren, die 600 Jahre später gekommen ist, die überhaupt gar Ja, aber nichts das mehr ist. so mit dem Christentum zu tun hat und die einfach Okay, Sache bist du behauptet, fertig? obwohl das Also schau mal, Christentum das ist, sozusagen guck mal, das ist für mich ein abgeschlossen ist schwaches alles? Argument. Das ist für mich ein schwaches Argument, weil Schwaches Jesus Argument, kam das auch sind wir. 2000 Jahre später nach Moses. Also das ist für mich kein Argument, weil im Ja, Endeffekt aber hatten wenn die Prophetin ihn alle angekündigt Propheten habe, wenn hatten die die gleiche Prophetin Nachricht, dass es angekündigt nur habe. einen Gott gibt. Ja, Ja? okay, wir glauben ja nur, dass es einen Gott gibt. Alles klar, ist auch richtig so. Ja, naja, das kann man von euch Was ja nicht machst du, wenn die behaupten. Propheten Gott angekündigt haben, dass er selber zu seinem Volk kommt? Was machen wir dann jetzt? Ja, aber welcher Prophet hat jemals daran geglaubt, dass ein Mann auf die Erde kommen wird und herumspaziert und Hat immer behauptet, hat, dass er hat Gott ist? keiner von denen das gesagt? Zum Wer Beispiel hat das gesagt? Jesaja, Zacharia, hat das keiner von denen gesagt? Welcher Prophet hat das gesagt? Ja, das sagt ihr in der Bibel, aber Zacharia das hat das sagen nicht wir ja nicht. gesagt. Zacharia Nein, hat das das hat nicht keiner gesagt, dass gesagt. Gott Keiner selber hat daran durchbohrt geglaubt. wird? Weder in der Tora noch sonst irgendwo hat jemand geglaubt, Ja, dass da Gott auf siehst du die mal, Erde dass du kommt. dich überhaupt null auskennst. Na klar kenne Null. ich mich aus. Nein, du kennst dich Ich überhaupt kenne nicht mich sogar aus. sehr gut aus, aber das Ja, was Problem steht ist, denn du in lässt halt auch Zacharia nie ausreden. 12,10? Was steht denn in Zacharia 12,10? Ja, erklär's mir. Ja, Und du außerdem, bist doch ein bevor, Experte, warte hast du mal, gerade bevor eben du, gesagt. ja, aber schau mal, bevor du auf das Thema Ja, sprichst, hast schau du mir meine mal, siehst Frage du, immer auf nicht einmal bist du beantwortet. kein Experte Du hast mehr. mir meine Frage immer noch nicht beantwortet. Wenn Du du ja hast doch sagst, gerade das ist eben so gesagt, du bist ein explizit, Experte, du kennst die aber Bibel. schau mal, wenn du sagst, das ist so explizit, dann bring mir doch mal einen Beweis, wo Jesus sagt, ich bin Gott, betet mich an. Einen Habe ich expliziten Vers. doch, habe ich doch schon. Wenn der Herr Jesus Christus sagt, ehe Ja? Abraham ward, bin ich. Und wenn wir auf einmal sehen, dass der Mose zum Ja? Dornbusch läuft und der Dornbusch dann zu Mose spricht und zu ihm Okay. sagt, geh und sagt den Kindern Israels, ich bin, hat mich zu euch geschickt. Das ist der Name Aber das ist Gottes. doch kein Ich Beweis bin. für mich. Hä? Das ist also kein Beweis, dass Jesus Wo ist Christus das ein präexistent Beweis, ist, dass Jesus vor Gott Abraham ist? war. Wo ist das ein Beweis, dass Jesus Gott ist und Oh er mein Gott. angebetet werden soll? Oh mein Schau mal, das Also meine ich. der Es gibt Thomas klein, es Jünger, gibt also keine der klaren Jünger, der Anleitungen. Thomas, der Thomas, der Jünger von Ja. ihm, als er nach der Kreuzigung in die Seite des Herrn gefasst hat und anbetend, Proskunio ist das Wort, anbetend niedergeworfen ist vor ihm, ihn angebetet hat und zu ihm sprach, mein Herr und mein Gott. Also schau mal, Ist diese es einem Kreuzigung. Juden erlaubt, einfach so den Namen Gottes auszusprechen, ohne damit auch Gott zu Guck meinen? mal, schau mal, diese Kreuzigung, das ist ja sowieso so ein Widerspruch in sich. Allein die Widerspruch, Kreuzigung, der größte natürlich. Bibelkritiker unserer Zeit, Barth Ehrmann, sagt, Jesus Christus wurde gekreuzigt. Somit ist der Islam vernichtet. Nein, der ist gar nicht vernichtet, weil guck mal, die Kreuzigung Natürlich, an sich hat das schon lässt viele auch, das lässt Widersprüche. Allah aussehen wie den größten Betrüger aller Nein, schau Zeiten, mal, der jemand Ähnliches ans Kreuz tragen lässt. Ganz die einfach. Kreuzigung hat sowieso schon Widersprüche in sich. Schau mal, die zwei Leute, die mit Widersprüche Jesus kein gehangen haben. einzigen. Alle Historiker sind sich einig, dass Schau das mal, das die, ja, aber das ist doch ein Widerspruch. Alleine die zwei. bestbehütete historische Fakt Okay, bist du ist. fertig? Lass mich mal aussprechen. Guck mal, die zwei Ja, aber Leute, du die mit erzählst Jesus hangeln. Quatsch. Die Du zwei erzählst Leute, die Quatsch. mit Jesus hangeln, okay? Der eine sagt, hey, hör auf, Jesus zu verspotten. Und in einer anderen Vers heißt es wieder, dass beide Jesus gelobt haben und gesagt haben, oh mein Gott und so, dir geht's so schlecht. Was ihr Ja, was gelobt glaubt man denn habe. jetzt? Der eine hat den Herrn Jesus Christus gebeten, an ihn zu denken, wenn es in sein Himmelreich ist. Der andere hat Ja. gespottet. Okay, Ja. und bei einem anderen Vers heißt es wiederum, dass beide gesagt haben, er ist sozusagen, er Weicht ist doch noch am jetzt nicht Leiden und aus so von dem weiter. eigentlichen Thema, Das ist Mann. doch ein Weicht jetzt klarer nicht aus. Wir Widerspruch. springen von 5 Millionen Themen zu Themen. Was Okay, dann erzählst du da bleiben für wir einen beim Quatsch, Thema. Mann? Bringen wir beim Thema. Bring mir einen expliziten Vers, wo Jesus sagt, ich bin Gott, betet mich an. Und komm mir nicht mit Okay, Alpha bring und mir einen Omega Vers, wo er es nicht und. sagt. Bring mir einen Vers, wo er es nicht sagt. Genau so einen Ja, Blödsinn können wir es Tausende, machen. Tausende. Ich kann die Tausende Das bringen, ist wo ja er genau sagt, dass dieses er nicht mit blöde seinen Juden Argument von den richtet. Muslimen seit Hunderten von Jahren. Bring mir einen Vers, wo er sagt, ich bin Gott oder betet mich an. Hat der Aber Jesus guck Christus mal, nicht gesagt in Offenbarung wieso dribbelst du von 21,7? links nach rechts? Hat Guck der mal. Jesus Christus nicht gesagt in Offenbarung 21,7, dass er Gott sein wird und wir seine Kinder? Schau mal, du dribbelst mir zu Ich sehr nicht, von links schau nach mal. rechts. Du dribbelst mir zu sehr von links nach rechts. Bleib doch bei Nee, der ich stimme eindeutigen überhaupt gar nicht. Hat Anleitung. der Bleib Jesus doch bei der gesagt, dass er eindeutigen Gott ist? Anleitung. Hat Wo der sagt Jesus Jesus, Christus ich bin gesagt, dass Gott, er Gott betet mich ist? an? Hat der Jesus Christus gesagt, dass er Gott ist? Ja, dann bring mir einen expliziten Vers, wo er sagt, Habe ich ich bin doch, Gott, Offenbarung betet mich an. 21,7. Nein, da sagt er Offenbarung nicht, dass er mich anbetet. 21,7. Nein, da sagt er nicht, ich bin Gott, betet mich an. Okay, schlag mal auf. Bro, er sagt da nicht, ich bin Gott, betet mich an. Komm, bitte, komm, geh mal bitte schlafen, ehrlich. Schau, da Reicht merkt mir, man, du ja. hast einfach keine Ja, Ahnung. das Tut mir reicht leid. doch schon. Du willst doch nicht mal aufschlagen. Ich sag zu dir, schlag auf, schlagst du nicht.
Dann sagt er zu mir, daran sieht man das. Ich sag zu dir, geh und schlag nach. Ja, nee, mach ich nicht. Was soll das, Mann? Was ist das für ein Gespräch dann? Wenn du selber nicht nachschlagen willst, ja, was soll das denn dann? Nein, sagt er. Ich sag ihm, geh und lies doch selber, sagt er, nein. Das ist so unglaublich, ey. Ja, Özgür. Özgür. Amir, was machst du? Wie geht's dir? Wie geht's dir? Ich sag Heisenberg. Ey, wo ich die ganze Zeit am Hochscrollen war, ich hab mich erschrocken. Ich so, was ist mit dir passiert? Du bist voll eingefallen. Nein, ehrlich gesagt habe ich meinen Körper unglaublich brutal trainiert. So. Nein, hör auf, das sieht richtig eingefallen aus. Eine Diät sieht anders aus. Du hast zu viel deine Muskulatur weggeheizt. Du hast zu viel gerannt. Ich habe inzwischen richtig Bauchmuskelstyle, alles ist drin. Du bist schlimm, Arne. Du bist schlimm, weil du kämpfst mit unwissenden Leuten hier. Warum machst du das? Ja, auch. Du weißt doch selber, gar nicht mit Wissen an, du weißt selber, dass Offenbarung kein Bestandteil der Bibel ist. Erstens. Zweitens, wenn du was über die Tora wissen willst. Ist kein Bestandteil der Bibel? Warte. Wenn du was über die Tora und über die Tora erzählst, frag einen Juden und nicht das Alte Testament, was ihr verändert habt. Denn du. Wer hat das verändert? Wer hat das denn verändert? Warte, lass mich dir was sagen. Denn du müsstest. Jetzt ist er schon wieder an seinem PC und googelt alles nach. Warte, Bruder. Du müsstest genauso gut wissen, was Tovia Singer alles geschrieben hat und dass Jesaja keine Singer? Grundlage dafür ist, dass du behauptest, dass Jesus offenbart wurde. Wurde er nämlich nicht. Natürlich wurde er offenbart. In Jesaja 53, Jesaja 95, Jesaja 35, 8 und. Warte, ich werde dir jetzt noch etwas sagen. Hikumatekim, Vecholo Mohammedim, Sedudi Vezerai Benuk Jerusalem. Was sagt er da? Was sagt er da? Das Mohammedim, ne? Ihr sagt doch, warte, ich komme gleich wieder hin. Warum sagst du den Leuten das nicht? Ich gehe kaputt, warte mal, das kann doch nicht wahr sein, ey.